Nachdenkseiten. Und Russland konstituiert seine Streitkräfte. Wir rechnen etwa damit, dass in 5 bis 8 Jahren Russland seine Streitkräfte so wiederhergestellt hat während des Krieges in der Ukraine, dass sie durchaus in der Lage sind, auch mit klassischen militärischen Mitteln das NATO-Bündnisgebiet anzugreifen. Und Russland hat viel in der Vergangenheit, Putin hat viel in der Vergangenheit angesprochen, was er tatsächlich dann auch umgesetzt hat. Und immerhin, er hat gesagt, dass er das alte Gebiet der Sowjetunion wiederherstellen möchte. Und dazu zählen eben auch die baltischen Staaten. Die Bundesregierung hat jetzt im August auf Anfrage des Bundestagsabgeordneten Thomas Dietz erklärt, ich zitiere ganz kurz, Äußerungen des Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, wonach eine Wiederherstellung der Sowjetunion beabsichtigt werde, sind der Bundesregierung nicht bekannt. Die steht jetzt im direkten Gegensatz zu der Aussage des Befehlshabers des territorialen Führungskommandos der Bundeswehr, André Bodemann, der genau so ein Zitat Putin in den Mund gelegt hat und damit auch die massive Aufrüstung der Bundeswehr begründet hat. Auch Sie, Herr Kollatz, haben hier in der BPK, ebenso Sie, Herr Fischer, Ähnliches behauptet. Angesichts dieser jetzt offiziellen Antwort der Bundesregierung, dass ihr nichts Entsprechendes bekannt ist, würde mich interessieren, planen Sie denn eine Richtigstellung sowohl von Herrn Bodemanns Aussage als auch den von Ihnen hier respektive morgen getätigten Aussagen in der BPK? Ich habe unserer kleinen Proseminardiskussion nichts hinzuzufügen. Herr Fischer? Wenn Sie noch mal das Zitat wiederholen, ich hatte Ihnen anfangs nicht zugehört. Oh, passiert immer. Also das Zitat war Äußerung des Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, wonach eine Wiederherstellung der Sowjetunion beabsichtigt werde, sind der Bundesregierung nicht bekannt. Genau das hat Herr Bodemann aber entsprechend bei der Vorstellung des Operationsplans Deutschland genauso formuliert gehabt. Herr Kollatz hat es hier verteidigt gehabt. Und wenn ich mich nicht völlig falsch erinnere, haben Sie Ähnliches behauptet. Deswegen würde mich interessieren, wie Sie jetzt mit dieser offiziellen Antwort der Bundesregierung, die auch über den Staatssekretär des AAs, also aus Ihrem Hause kommt, umgehen. Ja, ähnlich ist es nicht dasselbe. Und im Übrigen ist doch völlig klar, dass Russland ein imperialistisches Projekt verfolgt. Das müssen Sie doch nur in, da müssen Sie nur in die Ukraine schauen. Von daher verstehe ich Ihre Frage nicht so ganz. Ich meine, die Fakten liegen doch auf dem Tisch. Sie sind für jeden Tag nachvollziehbar. Russland ist mit einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in sein Nachbarland eingefallen und verfolgt ein imperialistisches Projekt. Und da können Sie zum Beispiel auch die Schriften Putins selber nehmen, in denen er ja von der großen Brüderschaft zwischen Russland, der Ukraine und Belarus gesprochen hat und sozusagen damit begründet hat, warum er diesen Krieg gegen die Ukraine angefangen hat. Von daher bin ich etwas irritiert über Ihre Nachfrage. Ganz kurze Nachfrage noch. Ich habe hier die Aussage der Bundesregierung zitiert, das habe ich mir jetzt nicht erfunden. Und die sagt, Ihnen sind diese Zitate nicht bekannt. Und einer der führendsten Generäle dieser Republik erzählt, dass Putin genau das sagt, Wiederherstellung der Sowjetunion in ihren damaligen Grenzen. Die Bundesregierung sagt, diese Aussage ist ihr nicht bekannt. Herr Kollatz hat das damals verteidigt. Sie haben Ähnliches gesagt. Und da kann Russland kann jetzt 5-mal imperialistisch sein, Ihrer Wahrnehmung, aber es geht um ein konkretes Zitat, was Putin zugeschrieben wurde, von der die Bundesregierung sagt, gibt es nicht. Und Sie beide sagen, die gibt es. Da gibt es ja einen gewissen Widerspruch. Herr Warbeck, ich habe Ihnen gerade gesagt, was ich dazu zu sagen habe, dass Putin ein imperialistisches Projekt verfolgt. Ich meine, Sie sind lange im Urlaub gewesen, möglicherweise haben Sie das verpasst in der Zeit. Aber grundsätzlich ist es doch so, dass es seit 2,5 Jahren einen imperialistischen Angriffskrieg gibt. Ja. Und ja, es ist mir fast so vorgekommen. Und dass sozusagen es keinen Zweifel daran gibt, dass Russland unter Putin ein imperialistisches Projekt verfolgt und versucht, sein Nachbarland zu überfallen und einzuverleiben. Ich meine, da gibt es doch keinen Zweifel. Von daher verstehe ich den Hintergrund Ihrer Frage absolut nicht. Das ist völlig absurd. Dann Frau Trams, neues Thema.